Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zu Jills Arsch. Nein, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil 1 Remake. Im letzten Part sind wir im Aquarium gewesen. Habe ich jetzt die Farbbrille eigentlich abgelegt? Ja, doch, habe ich. Und haben dort Angstzustände gehabt. Besser gesagt, ich. Ihr habt wahrscheinlich einfach nur darüber gelacht. Ich habe einen riesigen Hai gebrutzelt, einen anderen mit einem Schrotflintenschuss erschossen und den anderen habe ich einfach mal zappeln lassen. Und jetzt gehen wir weiter. Mit einem roten Buch bewaffnet und neuem Wissen gehen wir durch diese Tür. Da liegt auf jeden Fall auch noch Munition. Und ich höre etwas surren und... Scheiße. Nein! Warum sind hier denn die Bienen einfach so am rumfliegen? Das ist ja scheiße. Es gab doch irgendwie eine Möglichkeit, die auszuräuchern. Ich habe ja jetzt keinen Flammenwerfer oder so. Oder muss ich doch mal in das Loch schauen? Das könnte ich mal ausprobieren. Sie sehen einen großen Bienenstock. Ah, oh je. Oh je. Nein! Aua, 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 aua. Oh mein Gott! Alter, ich komme hier gar nicht mehr weg. Ist das Instant Dead? Alter, das ist ja gerade mega scheiße gewesen. Was ist denn mit denen kaputt? Die haben mich ja gar nicht mehr weggelassen. Bin ich jetzt vergiftet? Nee, ich bin sogar noch auf grün. Okay, aber es fehlt garantiert immer viel, dann wäre ich gestorben oder so gefühlt. Sind die jetzt dauerhaft hier im Gang oder sind die jetzt wieder weg? Ich hoffe, die sind wieder weg. Was, seid ihr jetzt immer noch da? Oh, nee, Leute, das lade ich. Das will ich so nicht. Spiel beenden. Ja, bitte. Nee, so haben wir nicht gewettet. Das mache ich jetzt nicht. Das will ich nicht. Spiel laden, ja, danke. Ich meine, okay, könnte ja sein, dass dann die Bienen dafür in diesem anderen Raum jetzt nicht mehr sind. Das hätte ich mal testen sollen jetzt gerade noch, aber. Nee. An Angst stirbt man nicht, aber. Punkt, Punkt, Punkt. Vielleicht auch doch, aber das sage ich nicht. So, jetzt muss ich aber die Farbe dann nochmal ablegen. Ui. Das ist ja jetzt aber mega scheiße, dass da die Bienen jetzt einfach sind die ganze Zeit. Ich meine, wenn man zu nah rangegangen ist im Original, dass sie dann rumgeflogen sind, das ist ja auch verständlich und sowas. Aber wieso sind die da... Mann, das ist doch böse. Ich will nicht von den Bienen da geraped werden. Das ist doch doof. Ich mag das nicht. Riesiger Bienenstock. Wo gibt's denn sowas? Aber im Original kommt man die Bienen ja auch abschießen, was ich noch nicht gemacht habe, weil ich es nicht eingesehen habe, dafür Munition zu verschwenden. Aber wenn ich dann meine Pistole nur habe, und davon habe ich ja noch massig Munition, das könnte ich mal ausprobieren. Darf ich nochmal hier stehen und ziel erstmal nur. Ja, kann man abschießen. Ich weiß nicht, ob die jetzt endlos nachkommen oder nicht. Das ist jetzt noch mein einziges kleines Mini-Problemchen. Muss ich die platt treten, dass sie sonst immer wieder aufstehen oder wie? Ja, komm. Na komm. Aber ich glaube, die kommen hier wirklich endlos nach, irgendwie gefühlt. Ist ja mega eklig. Okay, in diesen Raum gehe ich nicht, das heißt, ich wäre lebensmüde. Die Tür ist verschlossen. Das ist schlecht. Warum? Auf dem Türschild steht 003. Wow, das war knapp. Eine Leiche mit einem schmerzverzerrten Gesicht
Sie hält etwas fest. Ah, sehr schön. Insektenspray. Jawohl, ja. Unbedingt. Jetzt kann ich das in das Loch nämlich pumpen, sozusagen. Dann bin ich diese scheiß Bienen hier dauerhaft und ein für alle Mal los. Genau, wenn ich das nämlich nicht habe, dann würden die endlos nämlich kommen. Aber so kann ich sie jetzt vernichten. Dafür ist dieses Loch hier da. Verwenden. Genau. Euch habe ich es gezeigt. Nichihihi. Ich meine, die kleinen Mötchen hier, die tun mir schließlich nichts, aber ihr Bienen, ihr seid ja nicht so nice, deswegen. Jetzt habe ich hier auch endlich mal meine Ruhe. So, hast du denn noch was für mich, Collage? Nee, ich glaube nicht. Da ist noch ein rotes... Oh, seht euch das mal an, oh mein Gott. Alter. Dieses angeschwollene Gesicht und... Oh, ist ja furchtbar. Also da weiß man wirklich, woran er gestorben ist. Eindeutig an den Bienen. Alter. Ah, hier ist ja der Schlüssel sogar. Das heißt, ich musste die Bienen sogar vergiften, um überhaupt weiterzukommen. Interessant. Nicht, dass man sich schwerer machen kann. So, ach ja, komm, mache ich jetzt mal so. Nö. Dachte ich mir. Ja, aber... Eine Sammlung diverser alter Reagenzgläser und Gefäße. Warum auch immer. Genau, und hier ist nämlich dieses komische... Ding. Dieses Rätsel. Der Verriegelungsmechanismus für die Tür. Verwenden, ja. Ah, die Augen waren doch unterschiedlich, oder? Nee, Quatsch, die sahen doch alle gleich aus. Nee, die hatten alle doch drei Wimpern. Dann muss ich wahrscheinlich das Auge hier auswählen und dann... Was? Ach du Scheiße, okay. Was habe ich denn aufgeschrieben eigentlich für die Augen? Ah, die haben verschiedene Farben wahrscheinlich. Okay, also für Rot hatte ich die drei mir aufgeschrieben. Dann für Grün die sechs... Und für Gelb oder Orange hatte ich mir aufgeschrieben, das war dann die 5. Haha, ich kann rein. Das ist schön. Dann hat uns diesmal das Rätsel ja doch weitergebracht. Hat sich diesmal gelohnt, es aufzuschreiben. Hier sind ja ganz viele Spinnen. Pfui, bäh. Was steht denn da? An der Wand steht geschrieben, 1 plus 3 gleich 4 und so weiter. Hä? Das hatte ich ja auch schon für Resi 1. Natürlich bin ich jetzt nicht zu Hause, dass ich jetzt hier meine Notizen nicht einfach wieder nehmen kann. Aber egal. Um das Rätsel hier zu machen, muss ich mein Zeug eh nochmal ablegen. Und zurück zur Kiste rennen. Deswegen mache ich jetzt nicht. Gehe ich jetzt erstmal wirklich in die andere Tür, aber Rätsel habe ich schon mal gelöst. Das ging sehr gut von der Hand. Freue ich mich. Und dann gehe ich mal hier rein. Das ist doch fein. Süßer Stern. Was haben wir denn hier Schönes? Wir haben hier noch ein paar Farbbänder. Die nehmen wir doch einfach mal mit. Was ist das für ein Geräusch? Alte Karten wurden in den Papierkorb geworfen. Sie sehen wie Straßenkarten aus, aber das nützt ihnen jetzt nichts. Hm. Ah, das Regal steht voller roter Bücher. Ein weißes Buch steht dazwischen. Mitnehmen? Ja. Ah, Laborexperiment in organischer Chemie. Die Ähnlichkeiten in den Zelleneigenschaften der schnell wachsenden Pflanze, die mit dem Tyrannenvirus infiziert wurde, sind bereits an deiner, an anderer Stelle dokumentiert. Jo. Und bei der Wiederholung dieser Experimente ergab sich jedoch ein interessanter neuer Aspekt. Wir konnten belegen, dass eine Chemikalie der UMB-Gruppe UMB Nummer 20 einen Stoff enthält, der für die Zellen der Pflanze giftig ist. Wir haben UMB Nummer 20 einen neuen Namen gegeben, V-Jolt.
Unseren Berechnungen zufolge sollte die Anwendung von Wedold direkt auf die Wurzeln der Pflanze in 5 Sekunden zu deren völligem Absterben führen. Ich hoffe, ich komme wirklich nah genug ran, ohne irgendwie, keine Ahnung, getötet zu werden. Oder arg verletzt. Wedold lässt sich durch die Mischung der Chemikalien BP und UMB in einem bestimmten Verhältnis herstellen. Der Umgang mit den UMB-Chemikalien erfordert jedoch besondere Vorsichtsmaßnahmen. Bei unsachgemäßem Vorgehen kann Giftgas freigesetzt werden. Die Merkmale der einzelnen UMB-Chemikalien sind wie folgt. Ich muss mir das nochmal aufschreiben, Leute. So wie damals zu guten alten Resi-1-Zeiten. Denn sicher ist sicher. Ist eigentlich total unnötig, aber... ne? Sicher ist sicher. Licht. So, hier habe ich Licht. So. Muss ich das mit VP und so diesmal davor schreiben? Ach, ich mach's einfach. Scheiß drauf. So. UMB3 gleich rot. Dann gelb 6. Ist auch so dämlich. Gleich gelb. Wer hätte das gedacht, wenn das schon gelb heißt? UMB Nummer 7. UMB7 gleich grün. Okay. UMB10 gleich orange. VP017 gleich blau. Und dann Wedold hat welche Farbe? Das ist dunkelbraun, genau. Dunkelbraun. Okay. Habe ich notiert, Leute. Soweit, so gut. Alter, dieses Sirren die ganze Zeit, ne? Ist das eklig. Kein Wunder, dass hier sowas herumsirrt. Tausende von Motten. Aber warum? Ist ja mega eklig. Hier kann ich auch nichts tun. Erstmal, dichte Bäume versperren ihnen die Sicht. Ja, wieso wachsen hier Bäume im Haus? Just saying. Ein altmodisches, aber solides Bett. Ja, das ist schön, aber... ah, widerlich. Das ist echt ekelhaft. Den Schrank können wir selber wahrscheinlich nicht verschieben. Nee, da müssen wir dieses Rätsel für lösen. Ich frage mich nur an sich, warum. Naja, Verwandten. Was? Wieso? Wieso? Die Lücke zwischen den Büchern erregt ihre Aufmerksamkeit. Ja, darf ich das jetzt vielleicht verwenden? Ah, geht doch. Die Einbände der Bücher scheinen eine Art Muster zu bilden. 2 Bücher vertauschen? Ja, klar. Okay, jetzt kann ich hier durchmischen. Achso, ja, also dich möchte ich austauschen und dich. Genau. Ja, bitte. Nee, dich nicht. Ich möchte dich vertauschen mit dem hier. Ich denke mal, es ist ja klar, was es ergeben soll. Eine nackte Frau. Dich und dich. Ja, sieht schon richtig aus. Und die Tür ist frei. Frage ist, will ich da rein? Nein, eigentlich nicht. Habe jetzt noch eine Schrotflinte dabei, nur ein normales Kraut zum Heilen, deswegen... nö! Aber Rätsel ist schon mal gelöst. Frage ist, jetzt ist hier ein Zombie drin oder nicht? Finden wir es raus. Und gehen mal in das Badezimmer. Noch nicht. Könnte aber gleich passieren, wenn ich das Wasser ablasse. Wer weiß. Oh, hier sind auch überall diese ekelhaften Wurzeln. Der Hahn am Waschbecken funktioniert anscheinend nicht. Schade, ich hatte jetzt eigentlich gehofft, dass dieser alte Spruch kommt, über dieses Waschbecken gibt es nichts mehr zu sagen. Klo, darüber gibt es auch nichts zu sagen. Die Wurzeln einer Art Riesenpflanze ragen aus der Wand. Gehören die alle noch zur Pflanze 42, ist die Frage, weil die bewegen sich wenigstens nicht. Deswegen, ich weiß es halt nicht. Was ist hier? Die Regale sind voller diverse Seifen und Kosmetika. Alles Produkte der Marke Umbrella, natürlich. Voller Schmutzwasser, Stöpsel ziehen. Ja, das tun wir gerne.
Da ist etwas in der Badewanne. Wer hätte das gedacht? Ein Dolch, wie schön. Den nehme ich sehr, sehr gerne mit. Dankeschön. Frage ist jetzt, was würde passieren, wenn ich einfach so in den Raum mit der Pflanze gehe? Kriege ich dann die Filmsequenz mit Barry und dem Flammenwerfer? Oder muss ich dafür durch die Haupttür gehen? Würde ich mal eben wissen. Ich will mal eben abspeichern. Ich kann es ja. Ja. Mir kann ja nichts passieren durch Speichern. Die Macht des Speicherns macht es möglich. Ja, das will ich ja jetzt doch mal eben wissen. Auch wenn mir bei dem Gedanken schon unwohl ist, weil ich weiß, dass es dumm ist. Eigentlich. Wahrscheinlich ist es aber eher sogar als Ausgang gedacht, oder? Deswegen, ich gehe hier jetzt mal raus. Obwohl, wenn ich diese Tür jetzt von hier nicht betrete, ist dann hinterher das wieder zu. Aber das Rätsel habe ich ja gelöst. Müsste ja eigentlich so bleiben, ne? Ich gehe mal hier rein einfach. Scheiß drauf. Mache ich wie im Original. Na, Terrormucke? Nein, naja, schon irgendwie, aber... Wow! Okay. Warum bekomme ich keine Filmsequenz mit Barry? Manu, ich möchte so gerne eine Barry-Sequenz. Aber die Tür hier hält sie ja auch nicht zu, die Haupttüre, obwohl ja sowas mal gesagt wurde, ne? Mit ihren Schlingen hält sie das zu und sowas. Deswegen, ich frage mich sowieso, wofür ist diese zweite Tür? Oder ist es, wenn ich hier durch diese Tür reingehe, dass dann halt irgendwie sie dann auf einmal diese Tür verschließt und ich dann durch die andere nur noch kann, oder was? Ich bin verwirrt. Wahrscheinlich wäre es so, wenn ich jetzt gegen die Pflanze kämpfen würde und es ja nicht schaffen würde, dann würde Barry kommen und mich wahrscheinlich retten. Schätzungsweise. Aber naja, egal. Auf jeden Fall kommt der Kerl nicht einfach so. Und ich will jetzt nicht unnütz Munition verschwenden. Weil wir wissen ja, vergiften ist sehr viel schöner. Um den Kampf so oder so auch einfacher zu haben. Deswegen machen wir das einfach mal. Und legen dafür erstmal unser ganzes Zeug ab. Das ist aber auch jedes Mal hier eine Kletterpartie, nur für die, wegen diesem einen Scheißloch. Alles nur wegen einem kleinen Loch. So. Warte. So. Pistole könnte ich rein theoretisch ja auch ablegen, aber hey, man weiß ja nie, was einem so noch begegnet. Wenn hier doch noch ein böses Bienchen auftaucht und schön in den Popo stechen will, dann muss ich mich ja verteidigen können, ne? So ganz unbewaffnet will ich hier nicht durchs Haus gehen. Ich sollte ja trotzdem genügend Platz haben. Um hier dann mal eben zu mixen. So, wollen wir mal schauen. So, dann sag noch mal. Was steht da geschrieben? Eigentlich logische kleine Mini-Aufgaben für Grundschüler, aber ich schreibe es mir trotzdem auf, einfach nur, weil ich es kann. So. Dann kann ich es hier noch besser halt hier machen gleich. So, 1 plus 3 gleich 4, macht Sinn. 4 plus 6, habe ich ja gar keine 2 diesmal. Das ist ja doch ein bisschen anders und komplexer. Siehst du mal. Okay, also 4 plus 6 gleich 10. Das könnte komplizierter werden, Leute. Eventuell. 1 plus 6 gleich 7.
10 plus 7. Gleich 17. Und 17 plus 3 gleich 20. Plus 3 gleich 20. Weil hier sind jetzt wirklich mehrere Kombis möglich. Und das andere war irgendwie im Original so schrittweise halt, was man dann wirklich gut machen konnte, sag ich mal. Erstmal hier leeres Dingens mitnehmen. Dich brauche ich auf jeden Fall. Muss ich nicht noch den Hinweis hier irgendwie dann haben, dass Wasser eins ist? Weil Wasser müsste eins sein. Das kommt mir sonst so gut, dass ich das Original kenne, aber das muss ich doch eigentlich hier auch finden, den Hinweis. Ist ja komisch. Okay. Vjolt ist auf jeden Fall gleich 20. Das kann ich mir schon mal dazu schreiben. Gleich 20. Das heißt, wir müssen 20 als Ergebnis rauskriegen. So viel ist sicher. So, mal überlegen. Wir müssen es trotzdem der Reihe nach herstellen. Also von daher, okay. Erstmal Wasser auffüllen. Leere Flaschen mit Wasser füllen, ja. Wie man es einfach nicht unterscheiden kann von den anderen Flaschen. Großartig. So. Würde ja gerne wissen, was das halt hier für Farben. Obwohl doch, klar weiß ich ja, so drei. Drei ist rot. Drei ist rot. Rot, 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 rot ist da. Ja, richtig. Danke. So, jetzt können wir uns eine 4 mixen. Du bist das, du bist leer, du bist leer, du bist Wasser. So, kombinieren mit dir. Dann haben wir hier eine 4. Das ist schön, dass ich eine 4 habe. So, jetzt muss ich mir eine 6 herstellen. Oder nee, Quatsch, 6 gibt's schon. 6 gibt's hier. 6 ist gelb. Mitnehmen? Jawohl, ja. Dankeschön. So, jetzt muss ich 4 plus 6 machen. Genau. Kombiniere damit. Jetzt habe ich orange. 10. Gut, jetzt habe ich eine 10. Jetzt muss ich nochmal 1 und 6 machen. Ja, doch, ist richtig hier, gelb. Ja. Dankeschön. So, dann stelle ich mir daraus nämlich jetzt die 7 her. 1 plus 6. Genau. Jetzt habe ich nämlich hier eine 7. Und jetzt 7 plus die 10, genau. Kombinieren damit. Jetzt habe ich schon mal die 17. Und jetzt nochmal eine 3 herstellen. Dann habe ich es auch schon. Okay, war jetzt doch weniger kompliziert als befürchtet. Das ist schön. So, jetzt habe ich wieder Wasser. Und dann brauche ich nochmal Rot. Rot ist hier. Mitnehmen, ja. Dankeschön. So. 1 plus 3. Oder bin ich doof? Jetzt habe ich mir eine 4 hergestellt. Oh. Deswegen hat man mehr Flaschen zur Verfügung, als man braucht. Ich dumme Pute. Ich hätte mir dann nur noch einmal Rot mitnehmen müssen. Ich bin so doof, ich habe das Wasser gar nicht gebraucht. So, 17 plus 3, Hilfe. So, 17. Kombinieren mit der 3. Danke. War das jetzt so kompliziert? Nein. Wieso stelle ich mir eine 4 her? Ah, schön, ich habe Spaß. Okay, alles klar. Dann gehen wir jetzt kurz zurück zur Kiste, legen die anderen Flaschen ab und diese lustige 4, die ich mir hergestellt habe, als Erinnerung. Und dann werden wir zurück in den Keller gehen. Das Vjolt auftragen. Und wenn wir das gemacht haben, bewaffnen wir uns bis an die Zähne und kämpfen gegen die Pflanze 42. Das klingt doch mal nach einem Plan, oder? Aber ich denke mal, ich werde vorher nochmal abspeichern, einfach nur, weil ich es kann. Wir könnten ja einfach mal aus Spaß über das Loch laufen, um zu gucken, was passiert.
Nachdem ich gespeichert habe, natürlich erst. Aber das würde mich mal interessieren, wie schlimm ist das? Wie viel Schaden macht das? Habe ich im Original gar nicht ausprobiert. Ich Feigling. So, du gehst weg, weil dich braucht kein Mensch. Dich brauche ich auch nicht. Kann dich ja schon mal austauschen. Und dich auch. Obwohl, dich brauche ich gar nicht eigentlich. Hier brauche ich eher was anderes. Ich nehme mich sowieso mit und dann nehme ich schon mal auch dich mit und ich nehme falsche Richtung. Ich nehme Brandis mit. Habe ich nicht was Gemischtes mit blauen Kräutern? Fragezeichen. Doch, hier. Hier ist ein dickes Ding. Ein richtig dickes Ding. Das lobe ich mir. Kann ich das eigentlich schon wechseln? Ist jetzt mal die Frage. Ja, kann ich direkt. Das ist schön. Dann könnte ich mir eigentlich sogar mehr normale Granaten noch mitnehmen. Einfach nur für den Fall der Fälle. You know? Dann bin ich nämlich wirklich so richtig gut versorgt. Wenn ich die jetzt noch finden würde, die normalen Granaten. Wo sind sie denn? Ja, wo seid ihr denn? Da. Ja, du sollst dich nicht weglegen, du sollst herkommen. Danke. Eigentlich könnte ich die Pistole ja auch ablegen, ne? So rein theoretisch. Damit ich die Tasche nicht ganz so voll habe. Komm, weg mit der Knarre. Brauche ich nicht. So, jetzt aber speichern. Und dann gehen wir einmal extra nur für euch, liebe Leute, über das Loch. Einfach nur, um zu gucken, was passiert. Eine Tentakelszene mit Jill. Gönnen wir sie uns. Ich weiß, ihr wollt es auch. Kommt, machen wir es mal. Wow. Hui. Ich habe zuerst gedacht, okay, es passiert ja gar nichts und dann wirkt die mich einfach. That was creepy. Aber ich bin doch auf grün. Hat mir ja so gut wie nichts gemacht, also. Puh. Aber ich habe mich schon erschreckt, weil ich erst mal so dachte, okay, ich habe mich so vorbeigequetscht, da passiert einfach mal gar nichts. Und dann das. Wenn du denkst, du hast es schon überstanden, dann kommt es aus dem Hinterhalt, echt, ey. So nach dem Motto, du bleibst hier, du willst doch nicht weglaufen. Sowas machen wir nicht. Gut, gut, liebe Freunde der Nacht. Dann. Auch ich warte hier bei dem schönen Bücherregal einfach mal. Genießt mal hier so ein bisschen die Aussicht auf diese schönen alten Schmöker, die total unordentlich sortiert sind, mal so nebenbei bemerkt und beenden hier den Part. Und wir sehen uns beim nächsten Mal genau hier an dieser Stelle wieder. Bis dahin, macht's gut. Eure Vampi. Ciao.